Und Nanu. Oh, hallo. Zwei Sachen. Erstmal hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan, dass wir noch eine Induction Mission haben. Ich hatte mich irgendwie eingeschossen auf die Exalt Mission, die gleich kommt. Und wir sollen Seeker Rex abgeben für United Kingdom. Ja, das ist okay. Dispatch. So. Jetzt noch eine Mission vor der Cover-Up. Das ist echt ganz schön dicht gepackt gerade. Also die zwei UFO-Landung-Absturz-Dinger. Die Cover-Up, die gleich kommt. Und die zwischendrin noch eine Abduction. So, wenigstens noch Moderate, ja. So, wir haben... genau. Wir haben niemanden. Also nicht wirklich. So, ich nehme dich mit auf jeden Fall, sonst haben wir keinen Medic. Ich nehme einen guten mit, das ist Braktasch. Parsec brauche ich in der Hinterhand für die Covered Op. Wobei, in der Covered Op nehme ich Nicodemus wahrscheinlich. Ja, okay. Dich nehme ich auch mit. Das heißt, wir haben zwei gute Infanteristen. Einen mittelmäßig bis guten Medic. Einen sehr schlechten Scout. Und Rest Rookies, ha? Huh? Es ist nur eine Medium-Mission, also... Und das bei einer Medium-Mission hätte ich gerne nicht vier Rookies dabei. Zwei sind okay, aber vier nicht. Ich denke, ich nehme ein Gunner noch mit, damit wir suppressen können. Und... Was für eine Art von Mission ist es? Urban Close Quarters, except... Okay. Ja, dann war mein Instinkt gut, gleich Richtung Assault zu gehen. Dabi, komm mit. Haben wir noch eine Soul für die andere Mission? Nee, hätten wir nicht. Ist trotzdem okay. So, und zwei blutjunge Anfänger. Fahren wir ganz links, damit wir ausrüsten. Aber wir werden nicht genug... Nee, wir werden nicht genug Gauss Rifles haben. Für die vier hier ja. Aber die beiden Rookies bekommen Lasergewehre. Was bei Rookies hier eh besser ist, weil die Treffsicherheit höher ist. Aber ich melde mich gleich wieder, wenn ich mit der Ausrüstung fertig bin. So, das wäre mein Setup. Nicht wirklich verwunderlich, die ersten hier zumindest. Also Medic hat nur Medics-Sachen. War halt einziger Heiler und ich gehe gerne auf Nummer sicher. Dann die Infanteristen jeweils besser treffen und Granaten. Scout sein Scanning und keine Kugel. Weil es ist Close Quarters, also wird eine kleine Karte sein. Da braucht er nicht die Kugel zum Ausschmeißen. Höhere Trefferchance ist besser. Höhere Trefferchance und Smoke Grenade. Und die Rookies haben jeweils Lasergewehre statt Gauss Rifles, weil keine Gauss Rifles da sind. Und weil sie mit den Lasergewehren besser treffen. Dazu dann noch die Scopes, also sollten sie einigermaßen en par sein, die anderen hier. Sollte soweit passen. Und es ist sicher auch nur eine Medium-Mission. In einem Gebiet, was nicht so terrorisiert ist, glaube ich. We're dropping you just inside the Egyptian border. Und wir stürmen McDonald's. Sehr gut. Spreading throughout a major city as the aliens move through the streets. We have to get a handle on this situation. Na komm. Zu viele Aliens müssen geladen werden. Kein gutes Zeichen. Es ist nur eine Medium-Mission, verdammt. Naja, es war ja auch mal nur ein kleines UFO, ne? Und am Ende war es dann doch ganz schön schlimm. So, Scout ist schon ausgewählt, super. Motion Tracker, go. Und wir haben sofort da eine Truppe. Das ist nicht gut. Wir haben hier keine ordentliche Deckung. Das... Deswegen. Was? Okay, deswegen triggern wir einfach alles. Was denn? Viel zu viele Floater. Du. Du siehst den großen roten Typen nicht? Doch da. Schöner Treffer. Genau, komm näher ran. Der kann unser Assault nämlich hier hingehen und dem voll eine verpassen. Unserem Rapid Fire. Da müsste er schon tot sein. Wegen Shredded. Jo. Ist der gerade seinen Kopf weggeflogen?
Du kannst auf zwei schießen, aber du willst davon... Na doch, den könntest du eventuell töten. Komm. Leider nicht. Boah, ich hier mit einer Rauchgranate, richtig. Du... Tja, habe ich noch hier mit einer Rauchgranate? Nein. Komm schon, ein weg. Einfach nur ein weg machen. Jo, danke schön. Das sind nur noch vier. Ist immer noch gefährlich, aber schon machbarer. Gießen Overwatch hier so. Ja, aber die werden sich näher ran bewegen. Das machen Flotte immer so. Du kannst von hier aus gar nichts mehr treffen. Okay, dann schmeiß. Hier die Rauchgranate hin. Gut, wir sollten uns nicht weiter in die Richtung ausbreiten, sonst triggern wir irgendwas Neues. Also gehst du bitte dahin. Oh, kannst du von hier sogar schießen. Dann probier doch mal dein Glück. Du, mein Freund, hast keine Deckung. Das heißt, du sprintest mal rein. So, bleibst nur noch du im Overwatch. Jetzt hoffen wir mal, dass die vier Floater nicht allzu viel Unsinn anrichten in ihrer Runde. Und ich höre irgendwo noch Roboter. Yay. Schießen? Ja, kannst. Du gehst aber nach Overwatch. Du verschwendest einen Zug. Das ist sehr schön. Du wirst da sowas von weggeschossen. Bleibst du nur du. Wer ist flankiert? Achso, der da hinten von. Ja, ist okay. Das ist nervig. Aber machbar. Ist alles soweit machbar. Da hinten ist irgendwo ein Container. Du schießt auf den da zweimal. Der ist weg. Einmal schon. Dann der Scout. Tag bitte den hier oben. Okay. Ich liebe die Gaußwaffen. Habe ich das schon mal erwähnt? Es ist so schön, dass sie jetzt nicht mehr mit einem HP übrig bleiben. Tags den weg. Hammer. Fehlt nur der da hinten. Da kommen wir jetzt leider nicht so gut ran. Also ja, er könnte Run and Gun dahin machen und ihn wegballern, aber dann triggern wir eventuell den Bot. Das will ich nicht unbedingt. Oh ja, hier, zweimal. Was? Oh nein. Nein, nein, nicht, nicht. Uhu. Okay, okay. Dann sollte er aus dem Overwatch raus sein. Und nochmal. 62, go, go. Jo. Schöne erste Gruppe. Du kannst ruhig noch sagen. Okay. 2 AP-Schaden. Also, 2 Bots. Das wird sportlich. Gehen beide gleich in Overwatch. Das ist nicht gut. Absolut nicht gut. Der da wird angeschlagen. Den kriege ich aber nicht in einer Runde kaputt. Na doch, würde ich, wenn ich mit dem hier dahin run and gunne und dann Rapid Fire mache. Könnte ich ihm Wutschaden zufügen und Shredder und der Rest tötet dann einen. Dann müsste der Heavy suppressen. Boah, das geht nicht auf. Also erstmal musst du dich bewegen, damit der Overwatch ausgelöst wird, oder? Schieß einmal so drauf. Hast du Rückschussmöglichkeit? Wir haben noch keine Autopsie. Okay, guck mal. Ist getaggt.
immer noch im Overwatch. Du kannst einmal schießen. Bist du noch im Overwatch? Ja, bist du noch im Overwatch. Schauen. Ja, wir kriegen sie auch so aus dem Overwatch nicht raus. Aus dem Suppression kann man Leute rausholen, das weiß ich. Aber Overwatch anscheinend nicht. Du nutzt also deine Command-Fähigkeit auf den Scout. Der Scout bewegt sich jetzt. Oh, das ist doof. Hier wäre zwar volle Deckung, aber man kann flankiert werden von da. Das ist viel zu einfach. Das heißt, du bewegst dich einfach mal dahin. Mach vorher mal den Motion Tracker. Scheint ruhig zu sein. Okay, du bewegst dich dahin und aktivierst jetzt zweimal Overwatch. Bitte daneben, bitte daneben, bitte daneben, bitte daneben. Puh, okay. Du wiederholst dich. Okay, jetzt kannst du aufrücken und den andackern, der schon so viel Schaden genommen hat. Oder suppressen. Was haben wir noch? Du. Ich teste es einfach. Ich mache jetzt Run and Gun hier hin. Mache dann Double Shot auf den hinteren und suppress den vorderen. Dubby, das ist deine Stunde. Mal wieder. Rapid Fire. Nein. Nein. Ja. Drei HP nur, was? Du bist noch zäher als alle anderen bisher. Was? Das heißt... Du? Okay. 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 Du hast keine Muni mehr, dann lad nach. Du bist einfach nur ein Rookie. Kannst auf... Eigentlich müsste ich die da hinten töten, weil sonst machen die gleich ein Schild. Oder die Drohne, weil sonst zappt sie und dann Assault. Probier die Drohne. Schöner Treffer, leider nicht genug. Du musst um... den Suppression machen. Auf ihn. Trifft eventuell trotzdem, weil er so verdammt nah dran steht, aber ja. Schild kommt. Einfach nur Glück. Du triffst nicht, weil du suppressed bist. Okay, besser hätte es nicht laufen können. Hey, Moment mal. Okay. Klappe halten. Immer schön Klappe halten. Also sie können ab sofort anscheinend zweimal schießen. Zumindest die besseren von den Bots. Mech to eat, ja. Scout. Beweg dich mal. Dahin. Ja, ist okay. So, und dann taggst du jetzt den Bot. nein, du wartest. Ich müsste den Bot ausschalten und du müsstest eigentlich ihn nochmal shreddern. Oder schreien, weglaufen, eins von beiden. Ich habe noch nicht ganz entschieden. Eigentlich shreddern, aber fürs Shreddern weiß ich nicht, ob das Schild vorher weg muss. Also ich müsste eigentlich... Oh, Feier. Ich müsste... Du probierst mal die Drohne wegzumachen. Das ist nicht die Drohne. Die Drohne ist da oben. Das war nicht die Drohne. Du versuchst ebenfalls die Drohne wegzumachen. Sehr gut. Okay, die stört schon mal nicht. Bleibt aber noch das Problem, dass der zweimal schießen kann. Und ich krieg die in diese Runde nicht down.
Bist du denn schon geschreddert? Nein, du nicht. Also er müsste geschreddert werden. Ich könnte da hingehen. Dann kann er einfach einen Schritt zur Seite machen. Nee, das bringt nichts. Dabi muss einfach weglaufen. Komplett bis hier hinten weglaufen. Ja, ist denn schade um das Schreddern. Aber das kriegen wir hin. Lauf bis da. So, stopp. Medic. Heil. Geh so den richtigen, ne? Ja. Viel mehr Heilung, was sehr gut ist. So, du tagst jetzt den da hinten. Eine Rückkopplung und mach 3 Schadenspunkte bei ihm. Du kannst double tappen. Dann mach doch einmal Schaden. Oh. Nach dem Double-Tap kannst du nicht mehr suppressen. Okay, dann einmal weg, Dackern. Dacker. Problem. Er ist jetzt nicht suppressed. Wen haben wir noch? Wir haben... dich und dich. Kannst du noch zweimal? Ich glaube, du kannst noch zweimal. Das könnte sogar werden. Jo. Go, go. Praktisch. Sauber. Und das ganz ohne Schredder. Und ohne Risiko für Dabi. Ist doch super. Du wirst ihn zurückziehen, oder? Nein, du stürmst vor. Das ist ein sehr komischer Sektoid. Muss nachladen. Let's rock. Bisschen Overkill, oder? Sollte eigentlich lieber nachladen. Genau, probier du mal lieber. Gleich nochmal. Nicht verunsichern lassen. Jetzt darfst du verunsichert sein. Gehst du mal dahin. Na komm schon. 3 mal 50% plus daneben. Immer so, ne? 4 mal. Ja, das geht in einer sehr guten, radikalen Lösung. Fliegt der Wagen wenigstens in die Luft. Du noch. Albern, aber was soll's. Wusch. Okay. Zwischendurch ein wenig, ja, genau so. Aber keinen verloren, alle tot. Gut. Jetzt die Exalt-Mission. Mit ganz vielen Leuten, die total müde sind. Und schön viel Aufstufung. Okay, wir stufen die Privates im Roster auf, damit wir auch die richtigen Klassen wählen können. Und hier hätte ich jetzt ganz gerne du kostenlose Paramedic-Einsatz. Ja. Du Lock and Load, weil das einfach super ist. Natürlich auch schick, aber das macht mehr Sinn, ne? Ja, ist doof, mehr Sinn zu haben. Metakan ist viel toller. Du hast schon Double Tap und bekommst jetzt noch Area of Suppression. Platform Stability Shoots taken before any costly action have plus 10 Aim und plus 10 Crit Chance. Immunity Crit Hits. Das sollte er eigentlich nehmen. Dann haben die Infanteristen und die Gunner später Crit Hit Immunity.
Damit kann sie aber gar keiner treffen, weil alle suppressed sind. Die Frage ist halt, wie groß die Area of Suppression ist. Naja, ich nehme das hier. So. Du bekommst Holo-Targeting. Das hattest du nämlich vorher gar nicht. Hast immer nur so getan. Hast immer nur Piu-Piu gemacht. Continue. Remember, $6 im Minus. Oh Mann.